Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich muss gestehen, dass ich außer den Grundkenntnissen in Englisch keine weitere Fremdsprache beherrsche. Aber ein Wort, das kenne ich in 8 Sprachen, um es den Menschen in ihrer Landessprache sagen zu können. Danke. Das Wort danken kommt von denken. Denn wer nachdenkt, der erkennt, ich verdanke mich nicht mehr selbst. Meine Eltern haben mir das Leben geschenkt. Und auch viele andere Gaben verdanken wir nicht uns selbst, sie sind Geschenk. Und ein nachdenklicher Mensch wird deshalb nicht alles als selbstverständlich ansehen, was ihm das Leben an Gutem bringt. Und ein gläubiger Mensch geht davon aus, dass Gott der Schöpfer des Lebens und der Geber alles Guten ist. Daran will uns das Erntedankfest an diesem Wochenende erinnern. Vielleicht ist es eine Krankheit unserer Zeit, dass wir vieles als selbstverständlich nehmen und deshalb oft auch nicht mehr von Herzen dankbar sein können. Wir dürfen in diesen Tagen dankbar auf die Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren zurückblicken. Wie bei manchen anderen Herausforderungen ist bei der deutschen Einheit auch in Zukunft unser aller Solidarität gefordert. Wir sollten als Christen dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.